Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Days Gone. Yes, yes, ja. Ich bin hier mal zu Copeland gefahren. Ich hänge heute ein bisschen durch. Ich will ehrlich zu euch sein. Also nicht von der Laune her, sondern so körperlich. Kann sein, dass ich ins Krankenhaus führen muss, aber dazu irgendwann mal ein Infovideo. Auf jeden Fall bin ich zu Cope gefahren. Wir haben ja einen Haufen Aufträge. Ich mache hier gerade mal bei mir ein bisschen lauter. Wir haben ja einen Haufen Aufträge, aber Cope hat auch einen für uns und ich habe mir gedacht, ja, dann machen wir das zuerst. Deke, oh, das hier wirst du nicht glauben. Ich weiß nicht, Cope, in den letzten paar Jahren ist ziemlich viel unglaublicher Scheiß passiert. Weißt du noch, die Anarchisten kamen letztes Jahr oder so hier durch, töteten alle, die sie sahen. Und hinterließen überall diese kleinen Steinhäufchen. Anarchisten. Ja, wir sind schon mal mit ihnen aneinander geraten. Tja, sie sind zurück. Zwei meiner Leute sind auf der Jagd über ihr Camp gestolpert. Nur Bender kam zurück. Sie sagt, es waren Anarchisten. Sie hatten alle das Symbol auf ihr Gesicht gemalt. Oh, Scheiße. Wo? Wo ist dieses Camp? Ich markiere es auf der Karte. Finde sie und töte jeden einzelnen von ihnen. Wir haben genug mit den Rippern zu tun. Die Anarchisten haben uns gerade noch gefehlt. Ganz deiner Meinung. Ich finde sie. Steinhäufchen hinterlassen? Was gibt's? Ah. Oh, shit. Ich würde sagen, jetzt haben wir endlich die Erklärung für dieses Steinhäufchen gefunden. Ah, was ist denn hier in der Nähe? Ist es in der Nähe? Machen wir da eine Schnellreise hin und von dort aus dann. Zu den Anarchisten. Nur kurz gucken. Dich kann ich brauchen. Ich suche Benzin da oben. Sehr gut. Benzinkanister. Ja, Schrott. Nimm natürlich alles mit, was irgendwie wichtig ist, vor allen Dingen Schrott. Ich finde es interessant, dass wir immer wieder die Helikopter sehen. Ich weiß nicht, ob wir denen einfach folgen können. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was uns das bringen soll. Schrott. Alright. Ja, die werden jetzt ein bisschen hinter uns herrennen, aber das ist halb so wild. Ist natürlich doof, dass wir wieder nachts unterwegs sind. Guck gerade, meine Haare sind heute richtig irgendwie, die haben ein Eigenleben. Aber auch das soll uns nicht stören. Fahre ich hier richtig? Dude, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Ah, zum Glück. Zum Glück habe ich nochmal reingeguckt.
weg mit dir! Autsch, das hat wehgetan. So, Freunde. Hey, warum mich das so ein bisschen runterzieht mit dem gesundheitlichen Shit, ist halt, weil es sich anfühlt, als ob irgendwie immer was ist, was verhindert, dass es auf dem Kanal du hattest recht, das wirklich sind, gut läuft. Anarchisten. Du hast sie gefunden? Gut. Sie haben wieder angegriffen. Einen Versorgungstrupp, der aus Tamerlow kam. Fahr hin und lösch sie aus, als wären sie verdammte Kakerlaken in deinem Bett. Sie sollen wissen, dass jetzt ein neuer Wind weht und sie nicht länger davonkommen. Korb Ende. Anarchisten. Oh ja, dann zeig ich euch mal, wie es läuft. 12. Alright. Wie gefällt euch diese Art von Anarchie, ha? Dann immer mehr. Nummer 12. 2 habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fehlt einer. Überall fallen. Das müssten 10 sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Alles klar. Alright, wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Lass doch einfach in die Bärenfalle laufen. So eine Scheiße. Ah, Mann. Das war von allen Möglichkeiten, die wir hatten, das zu lösen, die beschissenste. Und wir? Das können wir immer noch nicht. Egal. Wissen sie, dass wir da sind. Aber sie wissen nicht, wo wir sind. Hier ist jemand. Ist da irgendwas? Das heißt, jetzt können wir anfangen. Komm schon, Mann!
dachte, ihr fallt einfach bei uns ein und macht uns fertig, ja? Wie ein Geist zu kämpfen. Wie fucking Rambo, Alter, im Urwald. Weißt du Bescheid? Versteckt sich im Gebüsch. Wie gefällt euch diese Art von Anarchie, ha? Ich kann die Panik schon riechen, wenn sie gleich merken, dass da schon zwei tot sind wieder. Anarchisten. Scheiße. Lang nicht mehr gesehen. Ach, verdammte Anarchisten. Mal sehen, was ihr Jungs vorhabt. Ist das schon alles? Auf ihn, Jungs! Wir schaffen das! Ja, greif ihn an! Verdammt! Tötet sie los! Eine Horde! Die Dinge sind noch nicht beschissen genug, ha? Ist es das? Oh oh. Wie gefällt dir das? Oh ja, dann zeige ich euch mal, wie es läuft. Er ist hier irgendwo. Die wissen halt nicht, wo ich bin, Alter. Weil ich wie ein Geist arbeite. I'm a fucking ghost. Scheiße, er ist tot. Das waren alle. Das waren alle, es ist safe, du kannst wieder zurücklaufen. Vielleicht hier im Gebüsch? Ihr dachtet, ihr fällt einfach bei uns ein und macht uns fertig, ja? Wie gefällt euch diese Art von Anarchie, ha? Ich sag's euch, die Armbrust... Hey, Drifter! Komm endlich raus und rede mit mir! Okay. Wir suchen Leute wie dich. Alright. Leute, die was drauf haben. Mhm. Dann bist du auch nicht mehr allein. Die Dinge sind noch nicht beschissen genug, ha? Ist es das? Hier geht's ja vor allen Dingen darum, dass die nicht Verstärkung rufen können. Müssen bloß nachts halt aufpassen wegen den Zombies. Also wegen den Freakern, ne? Ihr wisst ja. Das sind ja keine Zombies, sind ja Freaks. Verdammter Anarchist, wie gefällt dir das? Ihr habt ihn. Easy. Ja, vielleicht nicht zu 100% so Prozent. So. Das war's. Wenn es noch mehr von ihnen gibt, dann kapieren sie das vielleicht und halten sich von uns fern. Na, hoffentlich. Und du hast von uns gesagt. Wenn du nicht aufpasst, gehörst du doch bald zum Camp. Nee. Cope Ende. Das werde ich zu verhindern wissen. Da kannst du lange warten. Ich sag's mal so, wenn Camp, dann Iron Mike. Alles andere. Mehr Beute. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Alright, ich glaube, das war's. Ich glaube, so haben wir jetzt alles mitgenommen. Können wir uns nochmal verarzten?
Okay, dann zurück zum Bike und dann Schnellreise. Schnellreise zu Iron Mike, da haben wir einmal entzünde ein Licht, etwas für deine Seele oder seine Seele und sprich mit Ricky. Und mit Ricky müssen wir eh quatschen, weil wir ein Licht entzünden müssen. Also nix wieder hin, Freunde. Hi. Durchsuche Abschleppwagen. Ich suche mir alles. Bevor wir irgendwas hier machen. Ich überlege, ob wir erst den Job von Ricky machen. Weil das ja meistens einfach nur irgendein mach einen kaputt Job ist. Haben wir alles gekauft, ne? Stimmt, das Ding hier. Aber das gibt's jetzt auf der nächsten Vertrauensstufe. Es triggert mich, wenn wir das nicht kaufen. Möchtest du noch? Nee, doch, ich will die drauf haben. Ich bin hier, wenn was ist. Einfach mal 1000 irgendwas ausgegeben, völlig ohne Sinn. Wir sehen uns. Ja, der liebt uns jetzt. Komm, wir machen erst den Job. Tudoc ist zurück. Was? Wo? Wo zum Teufel ist er? Er ist weg, als er mich sah. Jeremy folgte ihm. Schon klar. Ich wollte das nicht. Scheiße, wohin, Ricky? Jeremy fuhr ihm bis zum alten Sägewerk nach. Tudoc scheint sich im verlassenen Nero-Lager zu verstecken. Okay, ich kümmere mich um ihn. Ich will, dass du sein Messer herbringst. Warte, du willst Beweise? Okay, scheiße. Dann schön, wie du meinst. Lass ihn nicht entkommen, Deke. Wer weiß, wie viele Leichen da draußen liegen. Ja, ich mache das. Ist sie eine Inderin? Ich hab gute Sachen heute. Buzz, wie ist das Camperleben? Oh, komm, Mädchen. Warte, ich mach das vor. Weiß nicht warum, aber irgendwie. Sie sieht so ein bisschen aus, als hätte sie irgendwie... Nee. Ich sag lieber nichts dazu. Nachher heißt es wieder sonst was. Haben wir eigentlich noch... Fertigkeitspunkte haben wir momentan nicht. Diesmal habe ich aber wenigstens geguckt, ne? Nicht so wie beim letzten Mal. Obwohl es cool war zu sehen, dass wir auf einmal so zwei Fähigkeitspunkte hatten. Also quasi direkt jetzt hier. Schneezombies. Zombies. Ich bin am Sägewerk. Ich verfolge ihn. Sei vorsichtig, Dick. Denk dran, da ist... Eine riesige verdammte Horde? Ja, ich werde dran denken. Danke, Dicken Ende. Okay, Tudoc, wo steckst du? Ich wollte gerade sagen, Alter. Mit der Horde will ich mich jetzt nicht anlegen.
Noch eine MME. Was Nero wohl diesmal zurückgelassen hat? Komm schon, du Scheißkerl. Oh, hier ist ein Nero-Lager auch. Ich meine, ja, wir wissen, dass hier ein Nero-Lager ist. Nicht entkommen, Bruder! Da ist er. Wait, what? Können wir schon ein bisschen Vorarbeit machen? Der ist weg einfach. Sag ich doch. Todesnachweis an dich. Warte, ich habe so ein Ablenkungsding. Ja, lieber mal nachsehen. Okay, wie komme ich da hoch? Oh, Scheiße. Holy fucking shit. Ausdauercocktail. Okay.
Oh shit, ich bin am Arsch. Au, 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 das tut weh! Ich muss nur zu meinem Bike kommen, Freunde. Alles andere, gar kein Problem. Warum können wir das ganze Teil nicht einfach anzünden? Die Sache ist ja, das mit der Stromversorgung interessiert mich schon, ne? Ist der Kanister? Und na bitte, wird nie langweilig. Oh, dann mal los. Okay, Handy, dank dir. Das war's. Überall die Teile abgemacht, oder? Okay, Freunde. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen. Und zwar in der nächsten Folge von Days Gone. Dann mache ich da den Generator an und dann werden wir sehen, was passiert. Und dann lass mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.